Also Hip-Hop meets Classic hat übertrieben gut funktioniert, finde ich. Es hat sich richtig geil angefühlt, einfach mit so einem riesen Orchester hinten, einfach da so zu performen. Ja, das Voll. Also ich bin ganz Ihrer Meinung. Ich habe am Anfang auch gedacht, es wird ein bisschen schwierig mit der Philharmonie, ob wir wirklich auch auf ein Level kommen. Aber tatsächlich haben wir das echt gerockt. Wir waren wirklich auf gleiche Ebene. Die haben uns gepusht, wir haben die gepusht. Und dass wir ja teilweise immer noch Kontakt zu denen haben. So, da muss man auch, da haben sie nicht nur was bei uns bewirkt, sondern wir haben auch was bei denen bewirkt. Und das war wirklich krass. Also mein Name ist Carmella, ich war Choreografin bei dem Projekt und mein Highlight war, boah, ich glaube tatsächlich war mein Highlight einfach die Show. Wir haben so lange geprobt und wir haben die ganze Zeit so, boah, kriegen wir das hin? Und dann das dort wirklich so auf die Beine zu stellen und wirklich in dem Moment dann zu sein, das war schon ein sehr heftiges Gefühl, das war schon sehr nice. Also mein Name ist Lisa, ich bin auch Choreografin gewesen. Die ganze Zeit, die wir miteinander waren, mit denen und zusammengearbeitet, das war einfach komplett das Highlight, weil wir einfach miteinander sehr gut klarkamen, uns akzeptiert haben, uns supportet haben. Und wäre dieses Verhältnis nicht da gewesen, glaube ich nicht, dass die Show so krass wäre.